Nun geht es um OER in der Weiterbildung. In der Hochschule und Schule ist das ja immer ein ganz einfaches Thema, ne? Ja, man wird ja auch dafür bezahlt. Also du wirst bezahlt dafür zu veröffentlichen, also kannst du es auch als OER einfach veröffentlichen, wenn du magst. Genau, und in der Weiterbildung, da muss man schon ein bisschen schauen, welche Geschäftsmodelle man da hat oder in welchen Formaten das eigentlich ganz gut passt. Deswegen haben wir in diesem Kapitel ganz viele Interviews bereitgestellt, die das Thema OER in der Weiterbildung aus ganz verschiedenen Perspektiven beleuchten.